Einen guten Abend, morgen Mittag, mir scheißegal, wann auch immer du das guckst. Kurz und knapp. Ich habe meine wunderschönen Videos kurz nochmal nachgeguckt, aber die zwei hatte ich eigentlich noch nicht abgefilmt, glaube ich. Wenn das jetzt doppelt ist, sorry. Aber ich weiß nicht, ich habe im Kopf, ich habe die schon mal geabt. Das ist zumindest das Gelbe abgefilmt. Aber ich habe es jetzt nicht bei den Videos gesehen. Wobei ich sagen muss, ich habe auch nur die Thumbnails angeguckt. Aber da ist eigentlich auch immer zu sehen, welches Gewissenbuch ich da abfilme. Mich triggert das gerade. Ich muss noch mal kurz die Videos durchspulen. Tut mir leid. Ja, das wäre auch geklärt. Ich bin doch nicht so blöd. Doch ein bisschen, aber. Ich habe mich mal ein bisschen nicht erinnert. Ja. Aber das habe ich noch nicht. Ah, da war mein Fettfinger. Nein, nein, nein. Ja. Okay. aber ich habe es diesmal nicht auf mit aufs Thumbnail gepackt. Das war der Fehler. Egal, ich habe nochmal dran gedacht. Also ist das nicht doppelt sinnlos. Ja. Das ist sozusagen das letzte Alter. Wobei. Ich habe noch nicht die anderen. Nein, vielleicht habe ich noch die. Das habe ich, weil die Seite halt so geschrieben hat, jo, wer will Tester sein? Wir uns das Skizzenbuch ausprobieren. Das war so, klar, why not? Und was noch ganz lieb von denen war, die hatten mir auch extra Liner geschickt von denen. Also halt zum Beispiel den hier. Und dann so ein Rollback, so ein Sensorback, wo du halt zum Beispiel Liner oder Pinsel reinpacken kannst. War ganz süß. Aber vor allen Dingen, es war so, ich hatte auf einmal so einen großen Karton wurde geliefert und das war dann so, ich habe doch gar nichts bestellt. 5 Minuten später. Ah ja, stimmt, das Buch. Aber warum ist das so groß? Wenn ich Kunst kritisieren darf, ihr müsst nicht immer so große Pakete schicken. ja, weil es war dann auch größtenteils oft. Also, ein Geschenk, go, schaut man nicht jetzt mal hin oder her. Es ist dann immer so ein bisschen. Egal. Das erste Bild davon kennt man sogar vielleicht, weil ich das Video dazu hier hochgeladen habe mit einem kleinen ersten Eindruck von dem Büchlein. Und das hat halt hier vorne einen Index oder halt Inhaltsverzeichnis, wie man auch sagen kann. Wie gesagt, hierzu gibt es ein Speedpaint und ich muss sagen. Ich weiß gerade echt nicht mehr, was ich von den Chibi halten soll. Weil, ich meine, ich mache ja immer noch die Gesichter mit richtigen Nasen, weil ich es einfach nicht anders kann, will, soll, whatever. Aber hier sieht ihr Gesicht irgendwie so erwachsen aus. Und dann kommt dieser ganz, ganz kleine Körper. Es ist mega irritierend. Naja. Ich wollte eigentlich, dass das Spannende bei diesem Motiv sollte werden, dass in der Spiegelung sieht es aus, als wäre sie eingebildet und würde niemanden angucken, aber in Wirklichkeit ist sie halt traurig und hat Monsterbeine. Ja, wenn ich danach was anderes angefangen habe, dann wird das für immer im Bild bleiben. Für immer. Ich muss halt echt hinterher noch gerne ein Bild arbeiten, sonst kannst du es nicht. Vielleicht noch eine Skizze zwischendurch maximal, aber das war's auch. Hier ist mir erst viel, viel, viel zu spät aufgefallen, dass ihr verfickter Daumen falsch ist. Und der Chibi sieht auch immer noch komisch aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann habe ich, um das Chibi-Problem zu lösen, eine kleine OC-Option gestartet und meinen Chibi-Stil mehr zu finden. Die ist immer noch am niedlichsten, die kleine Mermaid. Ja, sie ist. Ja, die sieht auch noch relativ erwachsen aus für ein Chibi, was ist. Ich finde, da geht's wieder. So, dann war das eine Quest bei den Kessouris. Dein Charakter in einem Videospielhelden. Und da auch Crypt-Berseria. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich da schon durch war oder immer noch dabei. Aber ja. Beste Tales aufs Spiel. Und wenn ich mal kurz aufschreien muss.
Ich weiß nicht, ob ihr Tales of kennt und oder liebt und den neuen Trailer gesehen habt für den neuen Teil Tales of Erased. Ich fühle mich getriggert, weil Tales of hatte vorher so ein, ich sage jetzt mal, ausgewogener Mix zwischen 2D und 3D-Einfluss. Also klar, du hattest auch deine 3D-Figuren, aber es war jetzt nicht dieser typische 3D-Matsch, den du in mittlerweile allen Spielen einfach gefühlt vertreten siehst. Aber der neue Trailer, wo ich zuerst nur dachte, ach, das ist doch nur ein Final Fantasy Fanmade Video. Nein, es wurde einen Tag später bestätigt, dass das das offizielle neue Video ist für den neuen Teil und ich stelle nur da. Jetzt fühle ich mich richtig getriggert. Warum? Ich hasse es, dass alle Spiele auf einmal dieser 3D-Matsch sein müssen. Wo ist denn bitte die Individualität geblieben? Ernsthaft. Jedes verfickte Spiel, also zwei, drei Ausnahmen, was jetzt rauskommt, ist mittlerweile einfach nur dieser 3D-Matsch. Was ist so schlimm daran, die Figuren stilisiert zu lassen, Alter? Und die Fanseite, da kann halt einer von den, ich weiß jetzt nicht, ob es nur einer war oder jemand anders, kann halt Japanisch und hat, was die auf der E3 gesagt haben oder in einem Interview, hat sozusagen übersetzt. Hat es auch mal gegenchecken lassen, weil das nicht so vielversprechend klingt. Es sollen mehr männliche Spieler dazugeholt werden, weil derzeit nur größtenteils weibliche sind. Ist ja an sich schön und gut und klar, ist verständlich, jedes Unternehmen will wachsen. Aber dafür müssen die Charaktere mehr in Szene gesetzt werden, beziehungsweise die Weiber. Entschuldigung, aber was ist bitte ein Velvet Fight? Okay, das ist jetzt Gas in Velvet-Klamotten, aber sie trägt nun mal nur so wenig. Sie hat nur das Nötigste besetzt und ein bisschen Klimbim, Alter. Noch weniger und dann in Unterwäsche oder wie? Bitte nicht. Weil ich sagen muss, die Olle, die bisher gezeigt wurde im Trailer, die sieht eigentlich ganz schön aus. Auch wenn ihr Rock vorne echt scheiße kurz ist. Aber okay. Aber wo sie dann die Patronen ruft von ihrer Schrotflinte, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist sowas wie eine Schrotflinte. Das sieht schon episch aus. Aber okay. Ich werde mir diesmal nicht die Collector's Edition holen, wie ich eigentlich vorhatte. Nicht nachdem ich das ganze Material und vor allem Interview gelesen habe, da waren noch zwei, drei andere Sachen, wo wirklich jeder Kommentar so, okay, ich krieg Angst. Entschuldigung. Zurück dazu. Dann hatte Skars ein Begleiter gewonnen, hier Bob, oder wie sie ihn nennt, immer pinke Kartoffel, wegen seinen Augen. Also sein Körper ist im Prinzip eine Kartoffel mit den ganzen Merkmalen, aber er hat pinke Augen, deswegen. Sie zieht ihn immer damit auf. Den hatte ich einfach entworfen. Es ist im Prinzip ein Seepferdchen mit einem Vogel gemixt. Ein Flegel. Ich finde ihn immer noch richtig süß. Ich muss eh schon wieder zeichnen. So. Dann mein Charakterknochen der Vernunft. Das ist ihre sozusagen neue Form. Das war ihr altes Leben, wo sie so ein bisschen abgespastet ist. Aber die neue Form kann nur überleben, dank einem Teil der alten Form, die in ihrer Seele ist, weil diese alte Form hat mit einem Engel ein Deal abgeschlossen, wodurch sie das neue Leben bekam. Habe ich euch verwirrt? Gut. dann von einer Rasse, die inzwischen tot ist, ein kleines Sommerwildchen von einer, ich glaube, Schmiedin war sie. Dann wieder Skars. Zuerst hatte ich nur sie geleint. Was man auch absolut gar nicht sieht an dem Detailgrad. Also hatte ich nur die Beine geleint. Aber dann war mir das Blatt zu leer und dann habe ich halt einfach mit Copics rumgeschmiert. Ja. Aber es kam erstaunlich gut an, Alter. Dann alleine, wie sie Lay zum Beispiel diesen Feuerkelch erklärt. Das ist von ganz stumpf gesagt in meiner Herzensstory. Lebt unsere Welt parallel mit einer magischen Welt, deren Auswirkungen gegenseitig wie ein Spiegel sind. Das hier ist sozusagen, wenn beide Welten sehr, sehr nah aneinander sind, dann hast du sowas wie ein, man kann sagen, Polarlicht-ähnliches Event. Und da passieren dann meistens immer Unwetter und so ein Scheiß. Also sieht ganz schön aus, aber bleibt da lieber fern. Es kann sein, dass nichts passiert, aber es kann auch sein, dass was passiert. Feuercage, kurze Erklärung. Normalerweise ist es halt gelb, wie ihr seht. Aber wenn es berührt wird
oder Kälte spürt oder irgendeine Art anderer Widerstand, der bei ihr sozusagen Verteidigung auslöst, werden sie rot mit einem minimalen gelben Rand und warm. Ist das jetzt jemand, der schon Feuermagie hat, kriegt er nochmal einen kleinen Push. Ansonsten hilft es gegen Verbrennungen oder anderes der Art. Also das ist eine, glaube ich, Pflanze. Von meiner kleinen halbblinden Alchemistin, wo es auch nicht mehr gecolored wird. I'm sorry. Das war auch wieder eine Auserkennung von einer Rasse, weil ich die ganz süß fand und dann auf einmal voll die Laune drauf hatte und wieder Chibis, weil ich keinen Bock hatte. Full Body auf A5. Rüber die immer noch auf 4, auch noch meine. Oder mal auf A3. Ja. Das sogenannten Shiba, keine Ahnung, wie die inzwischen sind. Ich bin irgendwann rausgetreten, weil mir das alles einfach zu. Naja, zu bunt wurde, sag ich jetzt mal. Weil du hattest einfach so scheiße viele Mitglieder und die waren alle so regelmäßig gepostet und ich hatte keinen. Also, ich habe versucht, da Anschluss zu finden, aber es war nein und dann so. Nope. Auch wenn ich Glück hatte bei den Charakteren, weil die Rassen. Okay, nicht jetzt abgegeben. Die frühere Rasseninhaberin liebt meine Scheiße. Also bei Gasti selbst weiß ich auch immer, dass ich den haben kann. Ich habe absolut keine Ahnung, ob die Rasse noch existiert. Ski Uni, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, gibt es inzwischen nur noch auf Instagram. Und sie hatte irgendwie so ein. Ja. Ich weiß nicht so wirklich, worunter das man sehen kann. Aber ich habe halt eines von diesen Viechern ergattert und meinen Zähne gesetzt und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich davon halten soll. Weil jetzt, es gab nur die kleine Gruppe und da ist auch nichts wirklich passiert. Und ja, keine Ahnung. Wiederkehr-Sori vom Bazar. Da habe ich halt die Geschwister als Auftrag gezeichnet. Wieder das GB, weil ich kein Bacaccio voll koche. Ja. Aber das ist ja schon wieder ein bisschen besser, würde ich sagen. Okay, ja. Das war auch von den Shibas, meine kleine Alchemistin, die ich dann aber abgegeben habe. Und ich habe extra darum gebeten, dass sie bitte charakterlich ähnlich bleiben soll. Ich habe sie charakterlich so als halber Hund gesehen. Also aufquirlig und macht sich gern dreckig und so ein Scheiß. Jetzt erstmal sie einfach ein paar Pokémon zeichnen. Und ich hatte keinen Bock, die Pokés zu colorieren, weil ich damit immer unzufrieden bin. Aber nein, sie wurde wieder so ein Fantasy-Blümchenkleid bekommen. Hat mir dann halt jemand später geschickt. Und das war dann so. Ich weiß schon, warum ich normalerweise meine Charaktere nicht verlose. Aber du wolltest es einmal versuchen, weil sie ja eigentlich auch süß ist und das meistens gut ankommt. Aber. Man versteht eh nicht, was mich daran triggert. Das Bild, muss ich sagen, gebe ich immer noch. Auch wenn sie auch relative Monsterbeine hat. Es ist so von relativ fett im Vergleich zu dir. Und, ne. Aber guckt euch diese Liebe an zwischen den Beinen. Und ich liebe die Schrift. Ich bin da immer noch ein bisschen stolz drauf. Aber guckt euch diese Liebe an zwischen den Beinen. Ja, Ash und Marlene sind BFF forever. So, dann Marlene, als sie noch ganz klein ist, mit Melina, ihrer Mutti, als sie nachts weit unterwegs sind und ihr wieder was zeigt und das ist scheiße süß, nur guckt euch diese Falten an, Alter. Sie triggern mich. Und ich habe die Lichteffekte scheiße bekommen, Alter. Na, aber dafür ist ihr Blick voll süß. Wie eine kleine glückliche Mutti. Es sollte ein schönes Gasbild werden. Und eigentlich mag ich die Perspektive immer noch. Ich finde, es hat es eigentlich ganz gut getroffen, dass das so ein bisschen von unten ist. Aber so ein verrotteter Wald zu zeichnen, naja. Also ich habe jetzt inzwischen Olivtöne. Aber es ist trotzdem. Ich gebe zu, davor habe ich ein bisschen Schiss. Dann wieder ein. Was hast du? Wieder Kessori mit, wohlgemerkt, das ist von der wunderbaren Elif. Das war mein Gastdesign bei der Rasse. Und sie hat sie sich geschnappt. Und dann habe ich es nochmal hier als Character-Slot gezeichnet. Und am besten ist immer noch das Gesicht seines Begleiters. Ihres Begleiters, Entschuldigung.
Aber auch wenn sie extrem süß guckt, ich liebe einfach dieses Gesicht. Es ist so. Nee. Ich liebe so einen Scheiß. Dann war das wieder Shiba Kai mit einem. Also das Kleid habe ich da designt und zum Verkauf gestellt. Da konntest du mal, wenn du ein bisschen mehr bezahlst. Ist so rasseninterne Werbung. Das ist den Charakter da drin zeichnen und yo. Sieht ganz süß. Eins der super seltenen DTAs, was ich gewonnen habe, ist ein Quarter-Adopt, sprich, also es war auch ein CTA, Color-to-Adopt. Du hattest also den Charakter, ohne die ganzen Details, einfach nur mit dem Ding davor, als Line-Art da stehen, dann hieß es entweder färbe ein oder zeichne komplett neu und ich wollte komplett neu zeichnen. Schon allein wegen dem Gesicht. Ich würde es jetzt so ein bisschen merkwürdig gucken, zeichnen. Ja. Die Rasse existiert noch, aber irgendwie passiert da auch nichts. Keine Ahnung. Hier mit dem Bild wollte ich eigentlich jemanden Foto für Foto erklären, wie ich mit Buntstiften color, weil die Person selbst da nicht so gut zurande kam. Und da das irgendwie auch nicht geholfen hat, da hatte ich dann keinen Bock mehr. Ja, meine Motivation ist echt durchhalten, ne? Ich hatte dann im Jahr 2017. Oh, stimmt, wann habe ich denn angefangen? Entschuldigung. Professionalität. Okay, das war auch 2017, Entschuldigung. Ja, habe ich dann mal versucht, so minimal den Inktober mitzumachen. Inktober bedeutet den Monat, also aus Inken und Oktober. Versucht man seine Lineart-Skills sozusagen zu challengen. Ich persönlich finde aber Lineart nur langweilig und habe daraus halt mehr mit Schraffo gemacht und habe seitdem so einen sogenannten Inkslot, weil es ist ja nicht pur Lineart, wie die meisten machen, sondern halt auch mit Schraffo, also ja, mit meiner Serie, die inzwischen neu designt ist und auch das einzige Bild von ihrem alten Design. Aber ich liebe es immer noch. Und es kam echt scheiße gut an. Ich meine, klar, du freust dich auf der einen Seite, wenn es gut ankommt, weil das ist ja auch ein Lob. Aber du sitzt dann auf der anderen Seite so da, Leute, ich zeichne das echt nur, wenn ich richtig selten die Stimmung dafür habe. Und ihr geht gerade so krass drauf ab, ich fühle mich verarscht. Ja, mi, das dürfen wir alle. Dann von Weihnachten. Die ich eigentlich rein theoretisch dieses Jahr wieder erwecken will, ich aber langsam echt nicht mehr kommen sehe. Mein Charakter, wie sie da mit ihrem neuen Körper durchgehen läuft. Ich versuche es mal vernünftig zu erklären. Mein Gedanke bei meiner Rasse ist einfach, dass sich ein Mensch und eine Tierseele. Nee, der Mensch ist gestorben. Dieser fließt in ein Tier, was sich aber nicht dagegen wehren kann. Und dann haben sie zusammen ein neues Leben. Jedoch hat das Tier die Kontrolle über den Körper und der Mensch ist mit in der Seele drin. Es gibt dann drei Möglichkeiten. Entweder der Mensch übernimmt einfach die Seele des Tieres, wenn es nicht willensstark genug ist. Oder sie leben zufrieden zusammen. Oder das Tier gewinnt. Und ob es dann richtig ausartet und ein Dämon wird, also dämonenartig wird oder dann lieb wird, ist jedem sein Bier. Also ich wollte eigentlich, dass man mehr Wert auf die Charakterbildung legt, aber ich habe noch absolut keine Ahnung, wie ich das fördern kann, weil Quests machen dann auch wieder keinen Sinn. Insbesondere, es wäre halt alles ohne Belohnung. Ich glaube, das reizt nicht. Ich habe halt auch keine Items bei mir, weil ich es sinnlos finde bei dem Gedanken, den ich dahinter habe. Ach, es ist sehr kompliziert. Okay. Dann ein anderer Install, den ich noch machen wollte und auch angefangen habe, aber ich hoffe, man sieht es. Ja, so ein bisschen. Ihr seht ja, hier ist es heller und da ist es ein bisschen dunkler. Das Papier hat anscheinend die Grenze von Tinte erwischt. Ich würde eigentlich auch noch ihre ganzen Federn richtig machen. Aber dann war Tinte das und dann war so. Okay, kein Bock, wenn es ihr nicht so wirklich will, dann lasse ich es halt.
Und das ist von ich kenne Kokoba nicht mit Chiquito. Aber sie nennt sich so ähnlich. Wenn ich dran denke, verpasse ich in der Videobeschreibung den Link zu ihrer Rasse in Kulawajem. Und das sind halt im Prinzip Menschen mit Federn unter den Achseln. Und ja, sie sind auf ein ganz bestimmtes Fabelwesen aufgebaut, dessen Name ich gerade absolut null komme. Es tut mir leid. Wenn ich dran denke, tue ich bei der Bearbeitung das hier einblenden, dann wisst ihr Bescheid. Aber ich garantiere auch für nichts. Und was halt das Besondere bei ihnen ist, also das ausgeprägteste Merkmal neben den Flügeln, die mit den Armen und die erst so verwachsen sind, ist ja haben Doppelaugen. Ganz lustig. Dann wollte ich eigentlich mal Cassie zeichnen, aber mehr als eine Skizze wurde es nicht. Ja. Ich bin absolut durchsetzungsfähig. Das war dann wieder von Rassenmarkt-Design, was ich dann versucht habe. Also das habe ich verkauft bekommen. Das nicht, aber ganz ehrlich, die Farbkombination hier ist auch absolut Rotze. Also ich verstehe es. Wieder Kissoris. Ich war am Anfang richtig scheiß aktiv da mittlerweile. Nicht mehr. Ich bin beziehungsweise allgemein überall recht inaktiv, weil ich halt auch in so vielen Rassen bin. Und sind sehr einfach damit überfordert. Ich habe zu viele Babys und zu wenig Zeit. Ja. Halt Halloween Quest. Skars hat wieder Scheiße gebaut. Sie hat in den. Warte. Bunt. Ihre Ampulleninhalt dran gemacht, wo man ein, wie ich es immer nenne, einen flotten Otto bekommt. Wenn ihr wisst, das bedeutet Glückwunsch. Wenn ihr es nicht wisst, ihr könnt ihr grübeln. Ja, und Lena, meine kleine Mutti-Kistori, die kommt dann einfach nur als Hexe und ist lieb. Ja. das war auch wieder ein Bazar-Slot von den Shibaki-Teils, was auch immer. Das war für eine Quest, die ich nicht beendet habe. Sie sind beide übrigens Vampire, für den Fall, dass man es nicht sieht. Ich finde es eigentlich immer noch mega süß, aber ich weiß nicht. Das hat da angefangen, dass ich bei der Rasse manchmal Lust verloren habe. Wieder bei Sansa, da dachte ich mir so, Inkslot, tust mal ein bisschen skillen. Beides. Also sie ist ein Kisori. Sie ist ein Sweet Creep, glaube ich. Also sie war halt nicht in der Rasse drin. Das war dann auch sie, außerhalb sozusagen. Und hier oben alles normal und dann mache ich sie auf einmal so fett. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einen auf einmal so Elefantenstampfer gegeben. Okay, ich kenne es von mir. Ich habe keine dünnen Oberschenkel. Ich beneide alle, die es haben. Ja. Das Ding ging scheiße gut weg. Auch wenn er bei den Shibakis so fertiges Designwäsche weggegeben hat. Das habe ich, glaube ich, auch wegbekommen. Das war nur ein Leinart, weil ich absolut keine Ahnung hatte, wie ich das hätte koordinieren sollen. Wunschdesign für einen bei den Kessoris. Die sogenannten Roomies. Das ist so ziemlich die. Fast die. Ich habe noch eine andere, wo ich ein MGO zwar drin habe, aber noch nicht kam, das zu zeichnen. Und ich weiß auch nicht, ob die immer noch existiert. Und ja. sagen wir also die einzige tierische Rasse. Und die habe ich dann halt einfach auch in Hexenkleid gesteckt, weil sie ist auch an einen Sobokus, also ein Männer aus saugenden Wesen angelehnt. Ich hoffe, ich habe gerade das richtig ausgesprochen und so. Das war für meine. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das Video auch hier hochgeladen habe, aber auf jeden Fall auf Facebook. Ich habe mit anderen die Buntstifte von, glaube ich, Montmartre ausgetestet. Und das war halt wirklich nur die Bundis. Und ich liebe das Bild immer noch. Und der Charakter ist nicht von mir. Den habe ich gewonnen bei einer kleinen Wichtelei. Sie ist Zucker. Und sie heißt übrigens ganz kreativ Blue. Weil. das war auch ein von Bazaar, aber halt komplett rassenlos. Charaktere von. Lass mich lügen. Ich hoffe nicht. Wie heißt denn du nochmal?
Irgendwas mit schon. Ich weiß, du hast ja einen YouTube-Account. Ich werde dir die Scheiße zuschicken. Und ich hoffe, ich schaffe es noch beim Bearbeiten dran zu denken, den Namen hier reinzuschreiben. Aber ja. Mich triggert das gerade so echt so ein bisschen, dass ich nicht auf den Scheiß ankomme. Dann von meiner absoluten Lieblingsserie, Ruby, eins meiner Best Girls, Nora. Sie ist an den Gott des Hammers angelehnt, also Thor mit seinem Hammer. Sie hat halt auch ihren Monsterhammer hier und sie kann nicht direkt Elektrizität kontrollieren, aber sie kann Stromstöße aufnehmen, scheißegal wie harte. Und wenn sie den anderen das Hirn und sonstiges wegputzelt, das wird ihren Muskeln gespeichert, umgewandelt und ihre neue Energie. Sprich, sie ist 24/7 hippelig. Ich bin ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich in echt mit ihr zurechtkäme, aber als Charakter liebe ich sie abgöttisch. Und, seien wir doch mal ehrlich, ihre Haare habe ich wunderbar hinbekommen. Und Orange ist echt scheiße, tricky zu callen. Und mit Copics ist das schlimmer, finde ich immer. Eine andere Scars, aber diesmal für meine Geschichte. Und sie kämpft mit Lynn. Sie ist ein Vampir, aber sie ist nicht der 0815 Vampir. Also der Kitsch-Vampir. Nein, sie glitzert nicht bei Sonnenlicht. Sie hat andere Attribute. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dazu mein Video zu ihr machen. Ja, das sollte eigentlich eine Serie sein, wenn sie zum Unterricht kommt und da zeigt, wie man mit Deko umgeht. Als Baby halt reingelaufen. Und eigentlich ist das Leinwand voll schön, aber das war dann halt so, Terrasse ist gestorben und ich hatte keine Lust mehr. Hey. Das war der letzte Post und kleine Versuch, dass ich irgendwie da Anhang finde bei den Shiba Keys. Mit dem kleinen Text hier. Er ist mein bester Freund und ich brauche sonst niemanden. Wirklich. Aber das wurde auch nichts. Und dann habe ich es aufgegeben. Moment. Ich habe jetzt nur noch 15 Minuten. Ich glaube, ich habe kein weiteres Problem. Bei den Mileas, wo ich inzwischen zwei, drei, ein Gastdesign, dann ein Dings erarbeitet und ein LDDR gewonnen. Aber das gehörte mit zu den Arbeiten und das ist von dem Charakter jemand anders ein Precure-Outfit von der guten Cure Princess. Und ich muss sagen, ich habe mich bei der Staffel so getriggert gefühlt. Wieder mal. Aus dem einfachen Grund, Cure Princess schien zuerst die, ich sag erstmal, Hauptcure zu sein, obwohl sie das blaue Thema hat und nicht das pinke. Aber sie war echt, sie war nicht dieses, ich bin 24/7 positiv, gut gelaunt und sonstiger Bullshit, sondern es waren ernsthafte Probleme. Du hast gemerkt, sie hat versucht, dagegen anzukämpfen, aber sie hatte ihre Probleme damit halt und so. Probleme, Probleme, Probleme. Aber sie war für mich einfach irgendwo am realistischsten Charakter. Es wurde nichts sinnlos übertrieben. Und sie hat halt wirklich gekämpft, von dem wegzukommen und so. Aber sie wollte es nicht. Dann die Scheiß-Kiolofni, die wieder dieser sonstige Hauptsache positiv Bullshit-Plot bekommen hat. Plot Armor. Wurde es halt und. Trigger. Das war dann auch wieder für Rassenmarkt. Das war, habe ich auch losgeworden. Wobei das dann, ich glaube, zu einem Kerl umgewandelt werden sollte. Keine Ahnung. Ich mag das Outfit immer noch. Das habe ich nicht losgeworden. Dann hätte ich eine Ossi-Aktion. Woher kommt der verfickte Schatz? Ah, ich weiß mal ja. Aber auf was ich richtig scheiße stolz bin, sind einfach ihre Hosenfalten, Alter. Das sieht aus wie eine richtig edle Stoffhose. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Was sieht so gut aus, Alter. Aber was das Schönste ist. Ich habe deinen Namen auch wieder vergessen. Ich muss mal gucken, ob ich dich auf Facebook finde. Oh, sie postet halt echt selten. Und daher vergesse ich leider Gottes oft ihren Namen. Aber ich versuche mich dran zu erinnern und dich einzublenden. Der Charakter hat
drei Engel, die sich immer in irgendein Kleidungsattribut sozusagen verstecken. Der eine ist ja hier die Kette, dann die Ohrringe und dann die Schleife. Und sozusagen artet sie gerade aus und ruft aus Versehen ein. Deswegen, Glitzermagi. Ich mag sie auch noch. Guckt euch diese Happiness an. Und ich mag ihre Kleidung immer noch richtig hart. Das hier sollte ein wunderschönes Fanart zu Alvin werden von Tales of Celia, der erste Teil. Weil sein Charakter da so genial in Szene gesetzt wurde. Und er ist so ziemlich fast der einzige männliche Charakter, den ich liebe. Aber es wurde nichts. Deswegen immer nur die Skizze. Dann anderer, der aus die Aktion. Das ist auch von irgendeiner Rasse, aber da keine Ahnung, tut mir leid. Sein Mund war halt zugenäht. Und dann dachte ich mir so, okay, machst du mal drei Affen-Style. Weil das eine ist ja schon weg, da kannst du ja noch machen. Nix sehen, nix hören. Und ist halt traurig. Wurde irgendwie vom Hof ausgestoßen, weil die Mutter Wort hat. Ja, sehr schöne Beschreibung. Das war... Ah, wo hieß die? Wo ich Kaito Kids erst gesagt habe. Katarina Kirishigis. Ach, der Name ist merkwürdig, Mädchen. Dort ist in der Style von ihren Dawot Comics, wo sich einfach über Artists oder random Stuff lustig macht. Ist einfach sie selbst sehr stark stilisiert eigentlich. Bei mir nicht. Aber okay. Und ja, die Brille muss glitzern. Und dann ein anderes war das in der Style Challenge, was auch glitzern muss. Weil es kann. Ich bin erstens gestorben bei den Haaren. Aber halt der einzige anders war eigentlich nur diese Rosen auf ihren dunklen Körper. Das hat schon was, ne? Aber ja. Und nein, ich habe dadurch keinen Push bekommen, wie es immer heißt. Ja, dann mach doch das mit. Nein, das bringt nichts. für eine Neprosa-Quest, also auch eine Rasse, mein Yang, was ich auch eigentlich noch kollern wollte und wo mir dann später auffällt, dass sie schielt. Sie schielt eiskalt. Wird auch einfach immer nur in Sketch bleiben. Und ich finde, es hat auch so schon relativ viel Atmosphäre für den Sketch. Und wie gesagt, wenn ich was anderes anfange, dann wird das immer in mir bleiben. Immer. Ich habe dich trotzdem lieb, Baby, aber nein. das war bei einer anderen Rasse, wo dann halt sie einfach für einen Charakter ja Designs haben wollte. Und da habe ich halt unter anderem das geskritzelt, weil ich noch ein paar sozusagen von der Währung was braucht und da wolltest du doppelt belohnen, als wenn du Quest machst. Ich mag es eigentlich immer noch ganz gerne. Ich glaube, ich werde es mal ordentlich auf Zeichen dann zum Verkauf stellen. Ja. Wurde nichts natürlich. Ich glaube, das habe ich auch dafür gehauen. Aber da wusste ich, da wird das nichts. Das war dann einfach nur so, ich will noch ein bisschen Währung. von einer Leider Gottes immer noch inoffiziell Neprosa, sozusagen mein Veteranenmädchen mit ihrer Riesenschlange als Begleiter, der charakterlich ein halber Hund ist. Ja, sozusagen wollte ich dann gucken, ob das Scholarschema so passt. Und ja, ich finde, es hat was. Ja, ich habe es geschafft, die Seite einzureißen. Aber nicht wegen der Seite, sondern wegen der Seite. Ich habe die ganze Zeit versucht, ein bestimmtes Bild, was ich im Kopf hatte, zu raufprojizieren, aber es wurde nichts. Und dann habe ich so heftig rotiert, dass ich hier aus Versehen gerissen habe. Yay! Mein erster Charakter, den ich gekauft habe, habe ich endlich mal in Leinhardt umgesetzt. Und das war es auch leider Gottes bisher. Die soll auch an meiner Herzensstory vorkommen, aber sie ist nur ein Nebenfigur, aber der ich ganz gerne eine wichtige Schlüsselfigur verpassen will. Sie ist halt charakterlich ein kleiner Engel und weil Schlüsselfigur halt die beiden Washis hatte ich da neu und haben super gepasst und sie sind voll fancy. Das ist sozusagen eine Konzeptseite. Auch wieder eine Rasse. Den sogenannten Jamie. Und ich liebe einfach ihre Frise.
ihre Zöpfe sehen halt aus wie Pilze und deswegen Mushroom. Und es ist voll süß und so. Insbesondere wegen dem hier. Das sieht einfach so geil aus. Aber mich triggert. Ich wollte eigentlich ganz gern, dass dieses Rot sozusagen das Highlight ist. Aber ich finde, es beißt sich so ein bisschen mit der Rest der Kleidung. Und ich habe noch keine Lösung gefunden. Nicht, also weder ein neues Farbschema, noch eine andere Kleidung, die sie tragen könnte. Also die Kapuze muss auf jeden Fall bleiben. Das muss bleiben. Das ist fancy, Alter. Und wie man vielleicht sieht, war da in dem Zeitpunkt, wo ich sie entworfen habe, der KDA-Hype, also von einer, ich glaube von LOL, also einem Online-Spiel, haben die neue Skizzen rausgebracht von bestimmten Charakteren. Die waren sozusagen als J-Pop-Gruppe dann neu designt. Und das wurde dezent gehypt. Klingt langsamer. Und ich habe mich ein bisschen davon inspirieren lassen. Das sieht man halt am meisten an diesem Polsterung hier. Das hat nämlich die eine auch bei ihrer Jacke und es sieht voll fancy aus. Von Anima X Animalist, ja, wie gesagt, ich bin in vielen Hasen. Wo halt Tiere tot sind, aber dann in einen Puppenkörper neu erwachen. Und dann halt verschiedene Unterarten. Also können sauer sein, können lieb werden, können denen, blöd gesagt, scheißegal sein. Und das ist halt meine kleine Füchsin. Und das halt sozusagen wie ein, das halt, dass ich halt Kontakte knüpfen kann, dass die Olle so RPG-Potenzial bekommt. RPG bedeutet Roleplay Game. Sonne fickt dich gerade bei der Scheißbalken draußen. Eine andere Rasse, wo ich einen teuren MJO gekauft habe. Den sogenannten Yangzhou. Das sind ganz stumpf gesagt Laternen. Also sie können sich in ihre Laternen verwandeln. Oder eben als menschliche Version rumrennen. Ich habe ein kleines Pferdchen. Ein passiv, bisher noch passiv-aggressives Pferdchen. Also, was man unter anderem daran merkt, dass sie sehr zynisch veranlagt ist. Und sie ist Schreinerin. Und hat auch ein bisschen. Okay, man sieht es ja nicht. Aber sie hat ein bisschen muskulöse Arme und sie hat eigentlich auch voll die. Okay, ich sehe es, aber hier sieht man es kacke. Sie hat ja auch die Halssehne so stärker ausgebildet und recht breiten Schultern. Und ja. Derzeit versuchen Elif und ich unseren Chip mit unseren beiden Laternchen ins Rollen zu bringen. Es klappt noch stockend, aber es wird langsam. Es wird langsam. Ja. Das ist, glaube ich, das letzte Bild, welche nach keinen Bock mehr habe. Ja. Ich wollte einfach mal Lay in Action zeichnen, weil bisher jedes Mal, wenn ich sie gezeichnet habe, obwohl sie meine Hauptfigur ist, war sie immer nur heulend, Alter. Ich sehe sie ehrlich gesagt immer nur heulend in der Ecke sitzen und ich wollte, dass sie mal Action zeigt und ich weiß nicht, ich liebe einfach diesen Faltenbereich hier gerade. Keine Ahnung. Aber sie heult wieder natürlich. Aber diesmal ist sie trotzdem in Action und wehrt sich. Und es ist mega bunt. Aber ich hatte irgendwie voll Bock auf Farbe. Aber die Haare sind scheiße. Mich triggern die Haare. Ich arbeite ja normalerweise richtig intensiv den Haarglanz aus. Siehe hier. Klappt mit Copics einfach leichter. Auch von Elif. Und von einer. Ja. Ich habe es im letzten Video erklärt. halt ihre Charakter aus dem Dings, weswegen ich eigentlich letztlich erst dazu gekommen bin, weil sie ist die Beste. Also Elif selbst. Wobei sie auch Carrie auch ganz schön darstellt. So heißt halt der Charakter. Ihr seht ja, ich tue den Haarschimmer schon echt immer fancy ausarbeiten. Ist mit Buntstiften immer ein bisschen schwieriger und gerade schwarz triggert mich einfach richtig harte. Und das wurde ja ein bisschen sehr matschig. Aber ich muss sagen, ich hatte gegen Ende auch keinen Bock mehr, aber ich wollte es auch beenden. Also von daher, immerhin wurde der Rest ganz gut. Ich muss echt lernen, dich mal angriffslustig und stark und alles zu zeichnen. Aber ja, wir haben hier den 9.6.2019, also nach einer Pause, hat das Buch letztlich knapp 2 Jahre ausgehalten und ich finde, für Buntstiften, für Buntstift,
also reine Buntstift arbeiten, ist das Papier echt schön. Für Copics, wie es eigentlich angepriesen wurde, es lässt sich bescheiden verblenden. Also es ist dann eher matschig und du schiebst die Partikel, also die Farbpartikel, mehr hin und her. Ich finde es deutlich besser für Buntstifte und kann es dafür empfehlen. Ja, da die Zeit fast vorbei ist und vielleicht sich Leute freuen, dass das Video mal nicht so lange ist, würde ich sagen, das war's erstmal. Ich muss mal gucken, was das nächste Video ist. Ich wollte eigentlich ein anderes Video vorher raushauen, wo auch eine kleine Verlosung bei ist, wenn das Ganze klappt. Ich hoffe, es war scheiße teuer, die Kacke zu kaufen. Muss gucken, wann ich demnächst dazu komme. Vielleicht wird das nächste Video das mit der kleinen Verlosung. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar lassen würdet. Vielleicht ein Like und oder ein Abo. Aber Kommentare sind immer noch das Beste. Abo ist halt wirklich, wenn euch mein Gelaber interessiert und so weiter. Hier werden bestimmt gleich zwei andere Videos aufploppen und so. Und ich hoffe, man hört sich einfach mal wieder. Ja, vielleicht gewinnt ihr auch beim nächsten Mal was. Ich garantiere für nichts. Ich habe mir im Urlaub 2, 3 andere Sachen eigentlich vorgenommen, die ich auch wieder null geschafft habe. Aber das ist das Leben. Das ist leider Gottes normal. Ihr kennt es alle. Ich habe schon jetzt schon wieder zu genug am Ende rumgelabert. Und jo, tschüss.